Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen Tutorial mit GIMP. Und zwar werde ich euch zeigen, wie ihr so einen tollen Abonnieren-Button finden, also erstellen könnt. Da es bei Google nicht viele YouTube-Abonnieren-Buttons gibt, ja, also dann sage ich euch auch noch, dass ich kein Tutorial auf YouTube angesehen habe, um diesen Button zu erstellen. Ich habe sozusagen mein eigenes Rezept dafür entwickelt, heute noch. Also heute habe ich das gemacht. Und ja, dann fangen wir mal an. Über Steuerung N öffnen wir ein neues Bild mit der Größe 225 Pixel in der Breite und 35 Pixel in der Höhe. Bestätigen und schon sehen wir, dass es bei mir grau ist, natürlich. Also das sollte es eigentlich nicht, aber nun ja, dann nehmen weiß. Und ja, dann fangen wir gleich mal an mit einer dunklen Gelb, die hat den Code FFD800, also FFD800. Bestätigen und die zweite Farbe nehmen wir FCFF00. Dann nehmen wir das Farbverlaufswerkzeug. Von unten unterhalb der Grafik ziehen wir so mit gedrückter Steuerungstaste nach oben. Ungefähr 5 mm jedes Mal von der Grafik weg, dann sieht das so toll aus. Also, das wäre der Hintergrund. Jetzt kommt die neue Ebene, transparente Ebene. Dann nehmen wir die elliptische Auswahl und ziehen von der einen oberen Ecke bis zur anderen eine Auswahl. Und ungefähr bis zur Hälfte soll der Kreis reichen. So, jetzt nehmen wir diese Farbe, also C4, C1, C1. Also nochmal C4, C1, C1. Entschuldigung. Als erste Farbe und als zweite Farbe nehmen wir FF, FF, FF. So, nehmen wir den Farbverlauf und ziehen einen ziemlich großen mit gedrückter Steuerungstaste einen ziemlich großen Farbverlauf drüber. So. Ich muss ein bisschen ausprobieren, denn im vorherigen Testvideo hat es nicht immer so geklappt, wie es sollte. Also jetzt müsste es eigentlich ohne Probleme vorlaufen. Ah ja, so ist gut. Jetzt weiß ich wieder, wie es funktioniert und wenn ihr den Farbverlauf dann mit gedrückter Steuerungstaste ungefähr in so solcher Weiß, ein bisschen grau, es soll nicht zu viel grau sein, habt, dann könnt ihr hier mit dieser Ebene die Deckkraft auf ungefähr 60% stellen und Auswahl nichts auswählen. So sieht das jetzt aus. Dann kommen wir zum Schriftzug, also abonnieren. Da soll die Schriftart Fixit Size. Ich weiß auch nicht genau, wie es ausgesprochen wird, ist ziemlich kompliziert. Ihr seht es jetzt hier eingeblendet, wie es geschrieben wird. Es hat die Größe 30, soll die Schriftartgröße sein und die Farbe soll haben 5E, 4F, 4F. Okay. Und Ausrichtung könnt ihr in die Mitte machen, ist eigentlich euch überlassen, ist optional. Ja, okay. Dann kommen wir jetzt zum Schriftzug. Einfach abonnieren, eingeben. So. Jetzt einfach noch in die Mitte verschieben. Und ja, das wäre es dann eigentlich schon gewesen. Nur bei allen Abonnieren-Buttons ist es so, dass sie abgerundete Ecken haben. Und das machen wir jetzt. Also bei Ebenen. Wählen unsere Hintergrundebene aus und gehen dann auf Filter, Dekoration, runde Ecken. So, dann nehmen wir Ecke Radius 10. Schlagschatten, diese Häkchen machen wir hier alle aus und bestätigen einfach OK. Und jetzt sehen wir, wenn wir näher ran scrollen, dass die Ecken abgerundet sind. Ja, wenn ihr wollt, könnt ihr es natürlich auch ein bisschen verschieben, so wie es euch gefällt. So zum Beispiel ist es besser. Und ja, jetzt so habt ihr euren eigenen Abonnieren-Button erstellt.
Ich zeige euch jetzt nochmal den Unterschied zwischen diesem Tutorial und ja, also dieser hier ist zwar noch schöner als dieser hier, aber es ist trotzdem ganz schön. Also das hier ist den ohne Tutorial und dieser hier ist den ich gerade im Tutorial erstellt habe. Ja, also es sieht zwar schön aus, könnt auch nachmachen und ja, klickt bitte auf diesen Button, nicht im Video, sondern oberhalb des Videos. Es würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr das tun würdet. Und kommentiert die Videos und ihr könnt gerne Fragen stellen. Ich versuche sie zu beantworten und natürlich freue ich mich auch immer über Empfehlungen für die Videos, die ich machen soll. Und ja, also das war mein Tutorial. Ich hoffe, es hat euch geholfen und gefallen. Bis zum nächsten Mal, euer Timo.